Hey ho Leute und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bed Wars, wieder mal auf dem Bergwerk-Server, also Bergwerk Labs und ja, auf der Map Spiders mit riesigen Spinnen. Riesige Spinnen sind böse. Wir holen uns erstmal ein paar Blöcke und bauen uns hier mal einen sichereren Weg hoch. Ja, ich glaube, man kann auch so hochgehen, ohne sich einen Weg extra zu bauen. Aber nein. Aber nein. So. Nimm mit sich einen Weg hier hoch. Warte noch ein viertes Eisen schnell. Komm, gib mir ein viertes Eisen. Bitte. Dankeschön. Ja, der andere stirbt erstmal eine Runde. Aber der wird sich wahrscheinlich einfach in den Tod gestürzt haben, weil der sich schnell vorgebaut hat und sich dann einfach fallen lassen hat. Das nehme ich zumindest an. Zack, noch eine Pickaxe, noch einen Stick und Blöcke. Das reicht an Blöcken, um bis zur Mitte zu kommen. Ob es reicht, um... Na, ich glaube, ich muss noch mal kurz Blöcke holen. Weil eventuell muss ich mich ja hochbauen, falls er sich hoch in die Mitte baut. Was er mit sicher tun wird. So, dich nach unten. Dann fangen wir mal hier an, uns rüber zu bauen. Baue mich nicht gerade gut rüber. So. Die Richtung jetzt. Funktioniere. Danke. Wie lange ich eben gebraucht habe, um den richtigen Winkel zu finden. Das kann doch nicht wahr sein. Und mein Gegner hat geschrieben, er nimmt auch auf. Bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich rockt der jetzt mich voll weg. Ich sehe es schon kommen. Ich absolut keine Chance gegen ihn habe. Oder auch nicht. Ich glaube, hier brauche ich auch 13 Gold für den guten Bogen. Also warten wir noch mal kurz eine Runde. Gab nicht irgendwo oben noch Goldspawner, oder? Also es gab hier keine Versteckten oder sowas. Gut. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Dann sind wir jetzt bei 12 Gold. Und mein Gegner idelt immer noch rum. Okay. Vielleicht hätte sich das Spiel erst anschauen sollen, bevor er aufnimmt. Ich habe jetzt erwartet, jetzt kommt hier voll der Gegner. Am Ende verliere ich noch, ich sehe es kommen. So wie ich das Maul gerade aufreiß. Und ich habe eine Treppe gebaut, so mehr oder weniger. Das war auch doof von mir. Ja, wir holen uns den guten Bogen und ein paar Pfeile. Können uns gerade noch nicht so viele Pfeile holen. 10 Pfeile. Ich will gleich nochmal welche nachholen, würde ich sagen. Was erzähle ich da? So, jetzt haben wir genügend, um uns nochmal ein bisschen was Besseres zu holen. Uns besseren Stuff zu holen. Wie viel Eisen haben wir denn? 11 Stück. Holen wir uns erstmal die gute Brustplatte und dann holen wir uns noch Pfeile. Kann die da weg und die da hin. Und die lasse ich einfach mal da liegen und dann gehen wir wieder in die Mitte. Ja, ich denke, wir haben alles, was wir so brauchen. Okay, wenn er sich immer noch nicht vorgebaut hat, brauchen wir noch was. Blöcke. Wir brauchen Blöcke. Mehr Blöcke. So. Und Essen. Essen brauchen wir auch. Mehr Blöcke. Und Essen. Lecker, 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 lecker Steaks. 20 Stück sollten erstmal reichen fürs restliche Spiel. So in etwa. Dann die Blöcke noch hier runter. Die Brustplatte wieder raus. Und dann können wir los in die Mitte. Ist da rechts noch ein Goldspawner? Rechts ist doch auch noch ein Goldspawner. Kann noch keiner erzählen, dass da rechts kein Goldspawner wäre. Ich schaue jetzt mal nach, ob da rechts noch ein Goldspawner ist. Laber ich wirres Zeug? Nein, niemals. Übrigens. Okay, es sind keine Goldspawner hier. Wie ist er jetzt auf einmal so schnell dahin gekommen? Ach, der hat sich so einen Brückenbau-Ding geholt. Es gibt so Brückenbau-Items.
damit man sich schnell eine Brücke bauen kann. Hier auf dem Server. So, jetzt muss er sich neu equippen. Und ich hoffe, wir kommen in der Zeit dort rüber. Flüchtet er jetzt vor mir oder was hat er vor? Nein, er baut sich einfach nur hoch zum Eisen. Okay. Oh Gott. Konnte ich da vor... Ja, geh ruhig rein. Gut. Wie ich da verkacken konnte, das ist jetzt eine gute Frage. Wir haben hier auf jeden Fall die Brustplatte. Holen uns einfach mal schnell einen Stick und holen uns einen Haufen Blöcke. Ein bisschen Essen. Und greifen damit jetzt an. Wir brauchen noch eine Pickaxe. Beziehungsweise stürmen damit zumindest mal in die Mitte. Wir können jetzt auch in die Mitte über unseren Weg. Und ich will vor ihm in der Mitte sein. Deswegen. 12 Gold. 13, 14 Gold. So. Treppe mal ein bisschen weggemacht. Kann sich aber auch einfach wieder hinmachen. Also so ist jetzt nicht. Wir holen uns wieder schnell erstmal einen Bogen und Pfeile. Und den ganzen Rest besorgen wir uns später. Wenn mich aber irgendwann mal angreift oder so. Vielleicht kommt er auch gleich von hinten, ich weiß ja auch nicht. Über den Teleporter dort. Ich habe noch nie wirklich mit einem Teleporter groß gespielt, muss ich sagen. Weil ich es gewohnt bin, ohne den Teleporter zu spielen. Eins, drei. Die bessere Brustplatte anziehen. Das ganze restliche Zeug nehmen. So, ich wollte mir noch mehr Pfeile holen. Das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Ist er in der Mitte? Ich sehe ihn nicht in der Mitte. Wir holen uns nochmal schnell Pfeile. Pfeile wollten wir uns holen. Bevor ich mir jetzt wieder was anderes kaufe. Pfeile. Danke. Ja, noch ein paar Steaks. Weiß ja auch nicht. Knockback-Stick wieder nach unten ziehen. Die Pickaxe mal wegwerfen. Eventuell brauchen wir die ja später nochmal. Und dann schauen wir mal, was er so macht. Ach, er hat mein Bett gerade abgebaut. Okay. Ist gut zu wissen, wir nehmen das Gold mal schnell mit. Ja, wie gesagt, man kann die Teleporter nutzen, um von hinten dran zu kommen. Das wird er jetzt gerade getan haben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er mich verfolgt. Folgt er mich? Nein. So. Tschüss. Auf Wiedersehen. Okay. Okay, kein GG. Also er hat no GG geschrieben. Warte, ich muss das Bild rollen, damit man sieht. Oh, Spam. Du hast deinen Vorteil genutzt, dass du dir einen Bogen geholt hast. Arschloch. Mano. Ich find's bei dem Spiel affig, sich über Bowspam aufzuregen. Wenn du dich bei irgendwelchen... Ja. Ist genauso wie zu sagen, bei so Spielmodis, wo du wie Get Down oder so am Ende... Fair? Das macht keinen Sinn. Weil der Sinn des Spiels ist es doch, sich von seinem Zeug gute Sachen zu kaufen. Wenn ich nicht den Bogen benutzen dürfte, dann... Yeah, dann bräuchte ich niemals zum Gold gehen. Mein Gott. Gut. Ich glaube, ich hänge keine Runde dran. Oder wollt ihr noch eine Runde sehen? Für die, die noch eine Runde sehen wollen, hänge ich eine Runde dran. Ich spiele noch eine Runde. Und für alle anderen, ihr könnt jetzt hier ausschalten. Aber ich spiele noch eine Runde.
Ah, sind wir auch direkt in der Runde drinne. Gegen Maxi Hildman. Ja, good luck. Das könnt ihr gar nicht lesen, weil ich den Chat verdecke. Vielleicht sollte ich irgendwann mal die Anordnung ändern. Aber jetzt nicht. Jetzt nicht. Bist du gut? Ich glaube, das ist der Typ, der mich vorhin schon mal gefragt hat, ob ich gut bin. Ich habe vorher, bevor ich aufgenommen habe, schon eine Runde gespielt. Und hab mich bis zu ihm gebaut. Nee, er war vor mir in der Mitte und ich war als zweites in der Mitte, bin ihm hinterhergerannt, hab sein Bett abgebaut und gewonnen. Ja, so war's. Antworte ich ihm mal, es geht. Auf bist du gut. Was soll ich denn antworten? Ja, ich bin voll der Pro. Yeah. Finde die Frage doof. Oh. Ah, die Map kenne ich. Die Map habe ich irgendwann mit Sina mal gespielt. Also nicht mit Aufnahme, sondern so. Das Bett ist irgendwo da oben. Voll behindert. Ja, ich muss mir abgewöhnen, behindert als Ausdruck zu benutzen. Ich weiß. So. So. Es ist gar nicht so weit bis in die Mitte. Ich hätte gerne noch ein zweites Eisen. Ne, ich brauche gar kein Eisenschwert. Okay, ein Ding kann ich mir holen. Zwei, drei Steaks. Vom Rest hole ich mir Equipment, also Zeug, Blöcke. Pickaxe. Ah, ich habe noch ein Eisen bekommen mittlerweile. Das Eisen, was ich noch bekommen habe, kann ich mal wegschmeißen. Und dann machen wir uns mal auf. Muss gerade mal sortieren. Wir haben auf jeden Fall genügend Blöcke, um in die Mitte zu kommen, weil es ja echt nicht weit ist diesmal. Ich will gleich mal ein bisschen hochgehen. So. So. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich hier keinen Schnitt gemacht habe jetzt in dem Video. Ich hoffe, ich komme bis dahin. Okay, wir folgen ihm einfach mal direkt. Und hängen an den Blöcken fest. Ist okay. Bleib da stehen. Ist okay. Noch Blöcke. Auf zu lecken. Hat er eine Kiste in den Weg gestellt? Sollen das? Blöcke. So. Mein Gott. Wo ist das Bett? Da ist das Bett. So. Eventuell ist er jetzt geflüchtet. Ja, er flüchtet. Hätte ich auch gemacht an seiner Stelle. Hätte ich auch gemacht an seiner Stelle. Er ist in Tod gesprungen.
Lag, GG. Ja, GG. Aber trotzdem behindert. Spring nicht einfach in den Tod. Das ist frustrierend für mich. Okay. Ich fand die Runde trotzdem cool, falls ihr noch da seid. Und nicht abgeschaltet habt nach der ersten Runde. Ja, ich schau mal, was ich morgen so bringe. Die Folge hier kommt gleich hoch und ihr bekommt sie gleich. Ich will da rein. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Okay, Weihnachten ist rum. Egal. Ja. Und ja, die Folge kommt gleich für euch. Also ich nehme sie gerade direkt, bevor ich sie hochlade, auf und ihr bekommt sie dann direkt so in etwa. Und ja, bis morgen. Ciao.